Hast du mehr, als du brauchst? Würde es Ihnen gut tun, mal mehr Sachen zu fasten und weniger Kram zu haben? Hashtag leichtes Gepäck. Das würde auch dem Klima gut tun, sagt Jenny. Und es würde deiner Seele gut tun, dich weniger an irdische Güter zu klammern, sagt Jesus. Das ist der 19. Videogruß von der Hennefer Christuskirche. Und mehr dazu wissen Jenny Gechert und Anne-Kathrin Bieling. Hi Jenny. Hallo Anne-Kathrin. Mensch, was machst du denn da? Willst du umziehen? Nee, ich will das Klima retten. Ich mache jetzt Klimafasten. Klima retten mit alten Gummistiefeln? Ja, mit Gummistiefeln und, Moment, Kinderkostüm. Oh, das ist aber niedlich. Ja, das ist süß, ne? Das stimmt. Aber guck mal, wie klein das ist. Das passt weder Emilia noch Anni. Echt? Und das willst du wirklich weggeben? Die beiden sahen bestimmt total niedlich darin aus. Und die ganzen Erinnerungen, die da dran hängen. Ach, das könnte ich nicht. Das willst du weggeben? Ich habe ja sogar noch Klamotten aus meiner Kindheit im Keller stehen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch Quatsch. Guck mal, gerade heutzutage, wo die Kinder so viel neue Dinge ständig geschenkt bekommen, boah, dann nimmt der alte Kram doch nur Platz weg. Da ist es doch viel besser, wenn du die spendest oder sie in den Second-Hand-Handel gibst. Mensch, du bist aber wenig sentimental. Fällt dir das bei ein paar Sachen nicht schwer, die herzugeben? Doch, natürlich. Ich finde das auch total süß. Aber weißt du, wenn ich lese, dass ein erwachsener Westeuropäer im Schnitt 10.000 Dinge besitzt und dass wir in Deutschland pro Jahr pro Person zwischen 30 und 60 Kleidungsstücke kaufen, ganz ehrlich, dann wächst in mir doch irgendwie der Drang, diesem Konsum Einhalt zu gebieten. Ja, das mit dem Konsum, das finde ich auch nicht gut. Aber mal ehrlich, ob ich das nun Secondhand zu viel kaufe oder so, das macht doch da irgendwie auch keinen Unterschied. Naja doch, die Produktion ist ja das Problem. Guck mal, für 1 Kilogramm Baumwolle werden in der Verarbeitung ca. 11.000 Liter Wasser umgesetzt. Unsere Klamotten kommen meistens aus Indien. Da sind es sogar 23.000 Liter Wasser pro Kilogramm Baumwolle. Und das sparst du ja, wenn du Secondhand kaufst und es nicht neu produziert wird. Hui, so gesehen hast du natürlich recht. Aber weißt du, bei dem einen kleinen Kostüm macht das da wirklich einen Unterschied, ob das jetzt neu oder gebraucht ist? Bei einem Kostüm nicht, aber ich pack's jetzt weg. Wenn alle aber so denken würden, dann halt schon. Und ganz ehrlich, irgendwo muss man ja auch anfangen. Und ausgerechnet bei dem Kostüm? Okay, ich lass ja schon. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Weißt du, du hast da vorhin was gesagt, von 10.000 Gegenständen pro Person. Das ist echt viel. Ich glaube, ich muss zu Hause mal durchzählen. Mach das mal. Zähl mal durch und dann frag dich mal, was du von diesen Dingen wirklich brauchst. Ganz ehrlich, ich muss das auch noch machen. Ich habe zwar jetzt ausrangiert, aber bei mir zu Hause stehen noch Umzugskisten von meinem letzten Umzug. Da muss ich auch mal reingucken. Wahrscheinlich brauche ich die Dinge ja auch nicht mehr. Nee, wenn die so lange da schon stehen, also wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, dann brauchen wir viele Dinge wahrscheinlich wirklich nicht. Viele von uns leben im absoluten Überfluss. Und um mal kurz theologisch zu werden, als Christinnen und Christen sollten wir uns ja auch gar nicht so sehr an die materiellen Güter binden. Immer wieder sagt Jesus zu den Menschen, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern Schätze im Himmel. Und zum einen jungen Mann sagt er sogar, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen, dann wirst du glücklich. Puh, und wir schaffen es oft nicht einmal, all das wegzugeben, was wir überhaupt nicht brauchen. Richtig. Und deswegen denke ich halt, ist es wichtig, dass wir es wenigstens immer wieder versuchen, etwas zu tun. Zum Beispiel durch Klimafasten. Das ist im Übrigen der Titel einer ökumenischen Initiative verschiedener Landeskirchen und Bistümer, die aktuell läuft. 7 Wochen lang klären sie über relevante Aspekte zum Thema Klimaschutz auf und liefern Anregungen, wie jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann. Hey, das finde ich total gut. Sag mal, wäre das nicht auch etwas für den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde oder die Facebook-Seite des Kinder- und Jugendhauses? Gerade in diesem Jahr, wo die Zertifizierung für das faire Jugendhaus läuft, da würde das doch total gut passen. Gute Idee. Wir könnten dann einzelne Aktionen zum Thema vorstellen und unsere Follower ermutigen, sich zu beteiligen. Denn fürs Klima tun kann ja jeder etwas und so kommen wir auch unserem christlichen Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung nach. Stimmt, und weißt du, gerade jetzt in der Fastenzeit vor Ostern, da würde das auch total gut passen. Da sollte man ja auch mehr überlegen, was brauche ich wirklich, was ist wichtig, was zählt in meinem Leben.
Und es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu tun und in der Welt etwas zu verändern. Ob ich nun Klimafasten mache wie du mit den Sachen, die ich abgebe, ob ich weniger Fleisch esse, ob ich weniger Wasser verbrauche. Es gibt so viele Möglichkeiten, große wie kleine. Und letztendlich ist doch wichtig, dass man etwas tut. Und was ist mit deinen Spielzeugkisten im Keller? Ja, hast recht. Ich glaube, da gehe ich auch mal dran und guck durch. Vielleicht ist ja was dabei, was jemand anders gut gebrauchen kann. Und dann tue ich das in die Giftbox. Na siehste, geht doch. Und nun stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt denen, die verzagten Herzens sind, fürchtet euch nicht, denn seht, da ist euer Gott. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Na siehste, geht doch. Das waren sie, unsere Videogrüße zum Beginn der neuen Fastenzeit. Pünktlich dazu haben wir auch ein neues Format auf unserem YouTube-Kanal eingestellt. Jede Woche erscheinen jetzt gute Gedanken von einem Mitglied des Hennefer-Pfarrteams. Lockere Assertionen aus dem Alltag. Den Anfang macht Antje Bertenrath. Sie spricht über Streichhölzer und was man damit Gutes bewirken kann. Die nächsten Videogrüße erscheinen zum Grünen Donnerstag, dann gemeinsam mit meinem Uckerrater Pfarrkollegen Christian Jung. Bis dahin, Gott befohlen, bleiben Sie behütet.